zu den Vektoren in der Ebene. Wir starten sofort mit zwei Einleitungsaufgaben. In der ersten Aufgabe ziehen drei gleich starke Pferde längs dieser drei Kordeln unter diesen angegebenen Winkeln an diesem Angriffspunkt. Gleichzeitig ziehen diese zwei gleich starke Stiere längs diesen Kordeln unter diesem angegebenen Winkel am selben Angriffspunkt. Ein Stier ist doppelt so stark wie ein Pferd. Wer gewinnt? Die Pferde oder die Stiere? Um das zu lösen, müssten wir irgendwie die Pferdekräfte und die Stierkräfte darstellen. Hier ist eine Pferdekraft dargestellt durch diesen roten Pfeil, und da die drei Pferde gleich stark sind, sind die drei roten Pfeile auch gleich lang gezeichnet. Die zwei Stiere sind ebenfalls gleich stark. Also müssen ihre Kräfte durch zwei gleich lange Pfeile dargestellt werden. Gleichzeitig wissen wir aber, dass ein Stier doppelt so stark ist wie ein Pferd. Also muss die Stierkraft dargestellt werden durch einen Pfeil, der doppelt so lang ist wie ein Pferdepfeil. Das ist auch hier so gemacht. Wie kann man jetzt diese fünf Kräfte miteinander verknüpfen? Das müssen wir lernen. Eine zweite Aufgabe: Eine Kugel rollt auf einer schiefen Ebene hinunter. Wenn die Gewichtskraft die einzige Kraft ist, die auf diese Kugel wirkt, woher kommt dann die Kraft, die die Kugel nach unten links zieht? Wir müssen also hier lernen, mit solchen Kraftpfeilen umzugehen. Und dazu führen wir jetzt den allgemeinen Begriff des Vektors ein. Dazu zuerst die Definition einer Translation oder auch einer Parallelverschiebung. Eine Translation TAA', hier angegeben durch das Punktepaar AA' und gekennzeichnet durch diesen roten Pfeil. Diese Translation TAA' der Ebene Pi, das ist eine Transformation TAA' von der Ebene Pi in die Ebene Pi, sodass ein Punkt P als Bild den Punkt P' hat. Und zwar genau so, dass das Viereck AA' P' P ein Parallelogramm ist. Zeichnen wir es. Der Punkt P' liegt hier, sodass das Viereck AA' P' P ein Parallelogramm bildet. Vorsicht, um ein Viereck zu beschreiben, dreht man immer um das Viereck herum. Man sagt also, das Parallelogramm AA' P' P oder auch das Parallelogramm P' P AA' oder auch P P' A' A. Man dreht immer herum um das Parallelogramm, aber niemals durchquert man es, um es zu beschreiben. Zum Beispiel A, A' P, P'. Da haben wir es durchquert. So beschreibt man ein Parallelogramm nicht, denn dieses Parallelogramm A, A' P, P', das wäre dieses da. Das ist A, A' P, P'. Das ist hier nicht gemeint, sondern A, A', P' P. Das heißt, das Bild von diesem Punkt P durch diese Translation A, A', das liegt schon da. Das ist der Punkt P'. Schauen wir noch für einen zweiten Punkt. Dieser Punkt Q hat als Bild durch diese Translation A, A' den Punkt Q', so dass A, Q, Q', A' ein Parallelogramm bilden. Jetzt können wir den Begriff des Vektors einführen. Ein Vektor ist die Menge der durch eine Translation bestimmte Punktepaare.
betrachten wir diese Translation A a prim. Und in der Ebene gibt es unendlich viele solche Punktepaare, die durch diese Translation bestimmt sind. Zum Beispiel der Punkt B hat als Bild B'. Wir haben das Punktepaar BB', Punktepaar CC', DD' und so weiter. Ein Vektor U, das ist die Menge von lauter solchen Punktepaare, die durch diese Translation AA' bestimmt sind. Man kann ein Vektor auch so definieren, ein Vektor U, das ist die Menge, deshalb die geschweiften Klammern, der Punktepaare PP', sodass P' das Bild von P durch die Translation T ist. Ein Vektor ist also die Menge all dieser Pfeile, die eigentlich schon durch einen einzigen dargestellt sind. So einen Pfeil nennt man einen Darsteller des Vektors U. BB' ist auch ein Darsteller des Vektors U. Man sagt auch, dass das nicht nur der Darsteller ist, sondern man sagt, das ist der Vektor U. Das ist der Vektor AA'. In der Ebene gibt es selbstverständlich unendlich viele solcher Vektoren und die Menge aller Vektoren der Ebene wird mit einem großen runden V beschrieben. Wir haben jetzt ein neues Arbeitsinstrument in der Mathematik. Wir wissen jetzt, was ein Vektor ist. Wie verknüpft man denn Vektoren? Genau das werden wir jetzt machen. Und zwar beginnen wir mit der Addition. Wie addiert man zwei Vektoren? Man zeichnet sie zuerst einmal mit demselben Ursprungspunkt, hier A. Angegeben sind also Vektor U und Vektor V. Und hier sind sie gezeichnet mit demselben Ursprungspunkt. Um U und V zu addieren, vervollständigt man zuerst einmal dieses Parallelogramm A, B, D, C. Und dann verbindet man den gemeinsamen Ursprung von U und V mit der gegenüberliegenden Spitze des Parallelogramms. So erhält man die Summe der zwei Vektoren U und V. So erhält man den Vektor U plus V. Man kann das auch so niederschreiben. Der Vektor U ist der Vektor AB. Dieser Vektor U kann also auch so geschrieben werden, wo A der Anfangspunkt des Vektors ist und B der Endpunkt des Vektors ist. Genauso ist der Vektor V gleich zum Vektor AC. Und die Summe von U und V ist dann also der Vektor AD. So, man kann die Summe zweier Vektoren noch anders definieren. Und zwar, man kann sie auch aufeinanderfolgend zeichnen, was bedeutet, dass der Endpunkt B vom ersten Vektor U gleichzeitig Anfangspunkt B des zweiten Vektors V ist. So sagt man, die beiden Vektoren seien aufeinanderfolgend. Und um zwei aufeinanderfolgenden Vektoren zu addieren, reicht es, den Anfangspunkt des ersten mit dem Endpunkt des zweiten zu verbinden. Auch das ist die Summe dieser zwei Vektoren U und V. Diese Summendefinition stimmt selbstverständlich mit der vorigen Definition überein. Diese Art, Vektoren zu addieren, hat aber einen Vorteil. Und zwar U plus V, das ist ja der Vektor AB plus der Vektor BC. Wenn man das so hinschreibt, dann braucht man keine Zeichnung, um zu erkennen, dass die zwei Vektoren aufeinanderfolgend sind. Denn der Endpunkt des ersten ist gleichzeitig der Anfangspunkt des zweiten. Und die Summe ist dann ganz einfach hier abzulesen.
Die Summe ist dann der Vektor a, c. In dieser Schreibweise brauchen wir also keine Zeichnung, um die beiden Vektoren zu addieren. Es ist clever, sie aufeinanderfolgend zu zeichnen. Übrigens, in dem Fall, wo die Punkte a, b und c kollinear sind, können wir die Definition des Parallelogramms gar nicht anwenden. Hier müssen wir schon mit aufeinanderfolgenden Vektoren arbeiten. Der Vektor ab plus der Vektor bc, das ergibt Vektor ac. Wie multipliziert man ein Vektor mit einer reellen Zahl? Um das zu definieren, unterscheiden wir unter vier Fällen. Wir werden also einen Vektor u multiplizieren mit einer reellen Zahl. Falls diese reelle Zahl streng positiv ist, sieht die Situation so aus. Das ist der angegebene Vektor u, und wenn r eine streng positive Zahl ist, dann zeigt r u in dieselbe Richtung wie der Vektor u, hier oben rechts. Die beiden Vektoren sind parallel zueinander und die Länge des Vektoren RU, das ist R mal die Länge von U. In dem Fall, wo die Zahl R gleich 0 ist, definieren wir 0 mal, egal welchen Vektor, das macht der Nullvektor, der Vektor, dessen Länge 0 ist. Also ist der Anfangspunkt vom Vektor gleichzeitig auch der Endpunkt. Wenn man also so nach rechts dreht, dann müsste dieser Pfeil hier rechts sein. Startet man von dem Punkt und fährt nach links, dann müsste der Pfeil hier links sein. Beides ergibt den Nullvektor. Und weil es egal ist, wo man den Pfeil zeichnet, zeichnet man ihn gar nicht, sondern man stellt den Nullvektor einfach durch eine Schleife dar. Wenn die Zahl r, die den Vektor u multipliziert, streng negativ ist, sieht die Situation so aus. Das ist der angegebene Vektor u und das ist der Vektor r mal u. Sie sind parallel zueinander. Der Vektor u zeigt nach oben rechts und der Vektor r mal u zeigt nach unten links. R ist diesem Vektor entgegengesetzt und die Länge des Vektors r mal u, das ist der Betrag von r mal die Länge von u. Ein besonderer Fall vom dritten, das ist, wenn die streng negative Zahl gleich minus 1 ist. Wir definieren weiter. U ist der Vektor ab. Der Vektor minus u wird definiert als minus 1 mal u. Das heißt, wir nehmen diesen Vektor und drehen ihn einfach um. Der ist genau entgegengesetzt zu dem da. Wenn der Vektor u der Vektor ab ist, dann ist der Vektor minus u also der Vektor ba. So. Das heißt, wenn wir Anfangspunkt und Endpunkt vertauschen, dann haben wir den Vektor entgegengesetzt genommen. So multipliziert man einen Vektor mit einer reellen Zahl. Wie subtrahiert man Vektoren? Wir definieren die Subtraktion von dem Vektor u und v. Wir definieren u minus v. U minus v, das ist der Vektor u plus der Vektor minus v. U und v sind hier angegeben, sie haben den gemeinsamen Ursprung. Der Vektor minus v, der wurde gerade da oben definiert. Also um u minus v zu konstruieren, werden wir die Summe dieser beiden Vektoren konstruieren. Dazu müssen wir zuerst einmal den Vektor minus v zeichnen. Da ist er schon. Das ist der Vektor minus v. Ich habe sie hier gezeichnet mit demselben Ursprung. Um sie also zu addieren, reicht es, das Parallelogramm zu vervollständigen und den gemeinsamen Ursprung mit der gegenüberliegenden Spitze des Parallelogramms zu verbinden. Das ist also der Vektor u minus v.
Am Anfang wurden U und V angegeben mit dem gemeinsamen Ursprungspunkt. Diesen Vektor kann man schneller erhalten als durch diese Konstruktion, und zwar indem man ganz einfach die zwei Endpunkte von U und V verbindet und den Pfeil zum ersten Vektor der Differenz zeigen lässt. Der Pfeil zeigt zu U hin. Effektiv stimmen diese beiden Konstruktionen überein, denn durch diese Konstruktion erhalten wir diesen Vektor und durch diese Konstruktion erhalten wir genau denselben Vektor. Also nochmal, um zwei Vektoren zu subtrahieren, reicht es, sie mit dem gemeinsamen Ursprung zu zeichnen und dann die Endpunkte zu verbinden und den Verbindungsvektor zum ersten der Differenz hin zeigen lassen. Eben sagte ich, hier und da diese Vektoren seien parallel zueinander. Die Mathematiker nutzen eher den Wortschatz, sie seien kollinear. Kollineare Vektoren sind also so gesehen parallele Vektoren. Der Mathematiker definiert, zwei Vektoren U und V sind kollinear, wenn es eine reelle Zahl R gibt, sodass V R mal U ist. Also, wenn ein Vektor Vielfaches von einem anderen Vektor ist, dann sind die beiden kollinear, das heißt dann, dass die beiden Vektoren parallel zueinander sind.